Jetzt guckt euch das an. Ist das nicht schön? Bleiben zusammen. Wir machen mal wieder einen schönen kleinen Schneespaziergang, so wie letztes Jahr. Moment mal im Mikrofon. Ist jetzt hold. Hallo? Uhu. Ha. So, wir machen mal wieder so einen hübschen kleinen Schneespaziergang, wie auch schon letztes Jahr, wo wir über das Fröschekochen gesprochen haben. Und heute reden wir über die Rauhnächte. Dazu passt das Wetter fantastisch. Ist einfach schön. Die Rauhnächte. So, eines meiner Themen, über das ich schon so ein paar Andeutungen gemacht habe, aber worüber wir noch nicht so richtig gesprochen haben, das ist der römische Kalender. Der römische Kalender ist tatsächlich, also Zeit und das Datum, sind tatsächlich der größte Schlüssel, den wir in unseren Händen halten, um uns zu befreien aus der Matrix, Spiegelwelt, dem System, wie auch immer du das nennen willst. Du bist ein Gefangener des gregorianischen Kalenders. Papst Gregor. Deswegen feierst du auch Papst Silvester oder Papst Valentin oder all diese völlig idiotischen Feste. Ich kann euch ein paar süße, lustige kleine Beispiele mal über den konstruierten Kalender jetzt nennen. Zum Beispiel, ist euch schon mal aufgefallen, viele benutzen ja, um rauszufinden, hat dieser Monat jetzt eigentlich 30 oder 31 Tage? Da geht's schon los, aber dazu gleich noch mehr. Hat der Kalender 30 oder 31 Tage, der Monat. Und dann gibt es diese Knöchelzähltechnik. Ich habe jetzt leider nur eine Hand. Januar, Februar, März, Dezember. Ihr wisst schon, Januar, Februar, März, Dezember. Ihr wisst schon. Ich glaube, ihr könnt das wahrscheinlich besser. Und dann fragt man sich ja manchmal, ja gut, der logische Wechsel ist halt irgendwie 30, 31, 30, 31. Haben die sich irgendwie so ausgedacht. Warum ist Juli ein Knöchel, also 31 Tage? Und dann August auch wieder ein Knöchel und 31 Tage? Naja, das liegt daran, dass der Julius Caesar, der römische Kaiser war, nachdem der Monat Juli benannt wurde. So, danach kam der Kaiser Augustus und nachdem wurde der August benannt. Jetzt stell dir mal vor, du bist so ein völlig psychopathischer, arroganter, vatikanischer Herrscher, römischer Herrscher. Und jemand vor dir hatte einen Monat gewidmet bekommen und der hat einen Tag länger als deiner. Das geht ja nicht. Da hat der Augustus beschlossen. Der Monat August hat jetzt auch 31 Tage. Nehmen wir im Februar noch einen Tag weg. Der hatte vorher 29, jetzt 28. Haben wir ja eh schon mal gemacht. Der Februar ist ja scheißegal. Dann nehmen wir es einfach weg. Dann nehmen wir es, was wir brauchen, aus diesem komischen, konstruierten Kalender. Naja. Es gibt so viele Möglichkeiten zu erkennen, wie konstruiert dieser Kalender ist. Und Weihnachten ist eine fantastisch gute Gelegenheit, um das zu merken. Nämlich in der sogenannten Weihnachtszeit, da haben wir früher die Rauhnächte gefeiert oder das Julfest. Das sind 12 Nächte, nicht nur eine heilige Nacht. Warum? Um den Unterschied auszugleichen zwischen dem Mond und dem Sonnenjahr. Denn wie wir ja alle wissen, Monat hat ein Mond. Also Monat kommt ja eigentlich von dem Wort Mond. Ne? Hier ist schöner. Und der Mond hat 28 Tage, also der Zyklus. 28 Tage braucht der, um anzuwachsen und um wieder klein zu werden. Ihr kennt ja, was der Mond macht, ne? Abnehmen, dazunehmen, der Vollmond, Neumond. Dafür braucht er 28 Tage. Das ist ein Mondzyklus. Und weil die Römer ja meinten, aus den Sonnentagen 365 Stück machen zu müssen, musste man das dann immer wieder angleichen, die Mond- und die Sonnentage aneinander. Denn es gibt ja viel weniger Mondtage, nicht wahr? 12 mal 28. Deswegen, daher kommt auch der Begriff zwischen den Jahren,
oder zwischen den Zeiten. Meine Oma hat früher immer gesagt, zwischen den Jahren darf man keine Wäsche aufhängen, da verfangen sich die Geister drin zum Beispiel. Genau. So, unsere Vorfahren sagen, unsere Ahnen, dass das eine ganz besondere Zeit ist. Und das merken wir ja eigentlich auch. Denn in dieser Zeit soll der Schleier so leicht gelüftet sein zu der anderen Welt. Die Anderswelt, die geistige Welt, die spirituelle Welt, die das, was für uns die meiste Zeit unsichtbar ist. Und doch die ganze Zeit da ist. Naja, in diesen Rauhnächten können wir diese Anwesenheit besonders deutlich spüren. Ehrlich gesagt spüre ich die jetzt schon. Die Natur zwingt dich ja auch so zur Ruhe und Stille. Ich fand es dieses Jahr auch ganz beachtlich. Der Dezember kam am 1. Dezember direkt Sturm. Wie Odins wilde Fahrt. Als ob die dieses Jahr schon ein bisschen früher los musste, weil es so viele Schurken einzusammeln gibt. Genau. Das ist jetzt also erstmal die Einleitung zu der Geschichte mit den Rauhnächten. Und jetzt erzähle ich euch von der ersten Rauhnacht. Ach so, auch da hat natürlich die Kirche wieder für extrem viel Verwirrung gesorgt. Die wollen ja lieber ihren... Grundsätzlich müssen wir das auch mal ansprechen, von wegen kognitive Dissonanz und wie man eine Gesellschaft aus Lügnern und kognitiv dissonanten Menschen erzeugt. Ganz einfach, man hat zum Beispiel in seiner Kultur ein Fest, das Eltern dazu bringt, ihre Kinder jedes Jahr anzulügen. Jedes Jahr kommt angeblich irgend so ein Weihnachtsmann oder ein Christkind und bringt Geschenke. Also das, die meisten Leute finden das jetzt irgendwie albern und lustig und würden es nicht so ernst nehmen. Aber tatsächlich ist das ein riesengroßes Trauma, wenn ein Kind das erste Mal begreift, hä, meine Eltern haben mich all die Jahre angelogen. Die Menschen, auf die ich mich am meisten verlasse, die haben mich angelogen. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei euch ist. In meinem Fall war es jetzt außerdem auch noch so, dass die Erziehung meiner Tochter, da war meine größte Prämisse, Ehrlichkeit. Ich habe immer zu ihr gesagt, du kannst jeden Fehler dir erlauben, den es gibt. Du kannst alles falsch machen. Du musst es einfach nur, du musst einfach nur dazu stehen und mit mir darüber reden. Du musst einfach immer ehrlich sein. Für Mutti gibt es nichts Schlimmeres als die Lüge. Die Lüge verwässert jede Beziehung und man kann keine Beziehungen auf Lügen aufbauen. Man kann überhaupt nur Beziehungen führen mit Menschen, die ehrlich zu sich selbst und anderen sind. So, und diese Prämisse habend, und ich weiß, dass ich damit nicht so allein bin, viele Eltern sehen das so. Nichtsdestotrotz kommt dann dieses Weihnachtsfest und sie belügen ihre Kinder. Da kommt das Christkind und so. Und jetzt sagt man, es sind doch schöne, romantische Lügen, ne? Nein, das ist eine riesengroße Enttäuschung letztlich. Also du lernst einfach nur, ach so, ich kann mich doch gar nicht auf meine Eltern verlassen. Und die haben es jetzt, naja, wie alt sind Kinder, wenn sie das erfahren? So irgendwann in der Grundschule. Die haben es jetzt 8 Jahre lang geschafft, mich so zu belügen. Ist schon mal erstmal ein Riesentrauma. Ob ihr das jetzt so seht oder nicht, ist mir völlig egal. Das ist so. Der Mann, Mensch, auf den du dich am meisten verlässt, hat dich belogen, all die Jahre. Na und dann? Wenn du das dann rausfindest, dann erzählen sie dir, ja, wir feiern da Jesus Geburtstag. Also der hat da nicht Geburtstag, aber wir feiern den trotzdem. Ja, noch mehr Verwirrung. Was geht denn eigentlich mit den Erwachsenen? Was ist mit den Eltern kaputt? Also erst erzählen die mir jahrelang voll den Quatsch. Erfinden irgendeinen so Typen, den es gar nicht gibt. Und dann erzählen sie mir, ja, nee, wir feiern den Geburtstag von jemandem, für den wir uns sonst eigentlich auch nie interessieren. Aber an seinem Geburtstag, da feiern wir alle. Ja, okay, es ist nicht sein Geburtstag, aber... Wer wird denn päpstlicher sein als der Papst? Puh, jetzt aber stapfig hier. Ja, wer wird päpstlicher sein als der Papst? Keiner. Niemand hoffentlich. Wie denn auch? Naja, auf jeden Fall.
Habe ich jetzt erstmal den Faden verloren? Genau, dann sagt man uns, okay, wir feiern den Geburtstag, den wir da feiern, den es da eigentlich nicht gibt, aber ist ja Wurst, wir feiern einfach, bis die Schwarte kracht. Und wie feiern wir das? Indem wir wie die Bescheuerten durch die Geschäfte rennen, den Konsum ankurbeln, wie bekloppt. Wer hat nochmal am meisten von Weihnachten? Ach ja, die großen kapitalistischen Drecksschleudern mit ihren Überproduktionen, weil sie haben ja immer so viel Überproduktion und am Ende des Jahres werden sie wenigstens ein bisschen was davon mal los, ne? Jahresendbilanzen immer nochmal so im letzten Quartal schießt es nochmal so richtig in die Höhe und der Kapitalismus rechnet ja in Quartalen und deswegen liebt er die Weihnachten. Er liebt Weihnachten von September bis Dezember. Bäm! Fette Knete. Und dann ist das Jahr vorbei und hat man nochmal schön fetten Reibach gemacht. Herrlich. Brauche ich auch niemandem erzählen, egal in welcher Branche du bist, du kennst das mit dem Weihnachtsgeschäft. Wie es auf einmal so super stressig wird. Ach, apropos Besinnlichkeit, besinnliche Zeit. Nein, nein, nein. Gibt's ja nicht, geht ja nicht. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Das ist eigentlich ein gutes Weihnachtslied. Wusstet ihr übrigens, dass alle christlichen Weihnachtslieder, die wir in der westlichen Welt heute so kennen, von jüdischen Komponisten geschrieben wurden? Das ist jetzt einfach nur so als kleine lustige Dazugabe, weil wie sehen die denn Weihnachten? Ach egal, es ist eine riesen Augenwischerei kulturell. Egal, wo du auf der Welt dich befindest, du wirst einfach nur noch verscheißert. Dieses Fest hat keinerlei Hintergrund. Also beziehungsweise doch schon, aber eben unsere Rauhnächte. Und du wirst damit einem riesengroßen Schwachsinnskonstrukt im Grunde genommen schon zur kognitiven Dissonanz erzogen. Denn du kriegst schon als kleines Kind beigebracht, also erstens werde ich eh immer belogen und zweitens, ach ist doch egal, feiern wir doch. Und dann hätte ich mal noch eine Frage. Stell mal vor, es wäre dein Geburtstag, der da gefeiert würde und alle, die daher erscheinen, schenken allen anderen was, aber dir nichts. Happy Birthday, Jesus! Herzlichen Glückwunsch, Jesus Christus. Ich schenke was meiner Mutti, meinem Vati, meiner Schwester, meinem Bruder, meinem Onkel, meiner Tante. Du kriegst nichts. Nicht mal meine Aufmerksamkeit. Wer interessiert sich tatsächlich für Jesus beim Weihnachtsfest? Und warum sollte man auch? Weil der ist ja irgendwie im März oder sowas geboren, ne? Also in der Bibelgeschichte steht, dass die Hirten auf dem Feld waren und bei den Schafen schliefen. Ja, also israelische Winter sind auch ziemlich kalt, wenn das denn alles in Israel war. Ne? Zwinker, zwinker, zwinker. Hier jedenfalls sind die Winter auch sehr kalt. Also die Hirten werden zu Jesu Geburt nur auf dem Feld gewesen sein, wenn es dann nicht so scheißkalt war wie jetzt. Also guckt euch mal bitte hier so ein Feld an. Und es ist ja noch nicht mal Winter. Ach schön, ich liebe das Wetter. So, jetzt habe ich euch mal wieder einfach völlig voll gesülzt. Ich hätte gerne mehr Licht. Muss ich in die Richtung laufen? So, na gut. Hin, zurück. Nutzt ja nichts. So, was gibt's noch? Ja, das war die Einleitung. Dann fangen wir jetzt mal an. Heute erzähle ich euch von der ersten Rauhnacht und die anderen 12 erzähle ich euch dann in den weiteren Folgen. Ich hoffe, da habe ich dann auch wieder so viel Schnee. Meine Tochter sagt, nee, aber ich glaube ja nicht an Wettervorhersagen, ne? Ich mache mir das Wetter auch so, wie es mir gefällt. Und so gefällt es mir. Dann manifestiere ich mal weiter. Helft mir. So. So, die erste Rauhnacht, auch die Mutternacht genannt. Die Rauhnächte gehen übrigens immer von 0 bis 0 Uhr. Ja, jetzt halte ich mich natürlich auch an deren Kalender dabei, ne? Oh, so könnte man das sehen. Man kann sich aber auch einfach nach dem Mond richten, wenn man schon fortgeschritten ist. Ich sage euch jetzt einfach mal von 0 bis 0. Was soll's? 0 ist nix. Kein Mal ist kein Mal. Also, 0. Die erste Nacht beginnt
um 12 Uhr am 21. Dezember und geht bis zur nächsten Mitternacht. Also Mutternacht von Mitternacht bis Mitternacht. Die Mutternacht ist die längste Nacht des Jahres, also auch die dunkelste. Hier schließen wir sozusagen mit der Dunkelheit dann ab. Ein allerletztes Mal wird es nochmal am allerlängsten dunkel und danach kehrt das Licht zurück. Das heißt Mutternacht. Könnt ihr euch das im Grunde genommen so vorstellen wie, ihr wandert jetzt durch den Geburtskanal als Licht. Ihr als kleine Leuchten, die ihr jetzt wiedergeboren werdet, ihr wandert durch den tiefen, dunklen und sehr langen Geburtskanal. Ist eine schwere Geburt, dauert ein bisschen. In der Mutternacht werden die Leuchten wiedergeboren. Das Licht kehrt zurück nach dieser Nacht. Das wollen wir ehren. Und ach, ich lese euch jetzt einfach mal vor. Ich habe für mich und meine Lieben für die Rauhnächte ein paar Notizen also ich habe uns so Notizbücher gemacht, wo wir unsere Träume drin aufschreiben und ein bisschen Tagebuch führen, was uns so für Omen begegnet sind, wie wir das deuten. Denn in diesen Rauhnächten geht es tatsächlich auch sehr viel ums Orakeln. Ich könnte euch gerne schon mal ein paar Runen besorgen, zum Beispiel. Euch einen Julescheid schnitzen und so weiter. Ich werde euch davon noch viel mehr erzählen. Ich habe jedenfalls erstmal so ein kleines Büchlein gemacht, wo an jedem Tag irgendwas drinsteht und so kleine Aufforderungen, selber was aufzuschreiben. Und da habe ich über diese Nacht notiert. Heute ist die längste Nacht des Jahres, in welcher das Licht wiedergeboren wird. Ab heute beginnen die magischen Rauhnächte. Der Schleier ist gelüftet, wir begegnen zahlreichen Wesen und Wundern in den kommenden Tagen und Nächten. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die Zeichen, die uns begegnen. Treffen wir auf ein Tier oder einen Menschen, hat er uns vielleicht etwas zu sagen. Wir sind offen und neugierig auf die kommenden Omen. Heute beginnen wir mit dem Reinigen, dem Räuchern und Loslassen, um uns für das Neue zu öffnen. Nachdem wir uns und die Bude geräuchert haben, übrigens sehr gut dafür sind Salbei und Wacholder zum Reinigen. Gerade auch jetzt in solchen Zeiten hilft auch gut gegen Krankheitsgeister. So. Nachdem wir uns und die Bude geräuchert haben, sollten wir etwas Meditatives tun. Meditieren, Yoga, Partner-Yoga, einen Schwellengang zum Thema Loslassen, Tanzen, Kuscheln. Beschäftigen wir uns am Tag mit dem Erhöhen unseres Energiefeldes durch Tanz, Sport, Lachen, freudvolle Aktivitäten und Reinigungsrituale. So, einen Schwellengang erkläre ich euch jetzt auch noch mal schnell. Nee, erstmal noch weiter im Text. Beschäftigen wir uns am Tage mit dem, und Reinigungsrituale, genau. Waschungen, entschlackende Maßnahmen, Hautreinigung, Organreinigung und vor allem aber das bewusste Loslassen. Jetzt habe ich mal die Kamera gewischt. Bisschen besser geworden, glaube ich, ne? Da war so ein, Schneedreck drauf, so. Am Abend schreiben wir die Dinge auf, die wir im alten Jahr lassen wollen und verbrennen diese Zettel. Wir ehren Freya, die Göttin der Weisheit, der Liebe, der Fruchtbarkeit, der Ruhe, der Familie und Mütterlichkeit und noch vieler toller anderer Eigenschaften und freuen uns, und fressen uns voll im Gedenken an sie. Wir können uns Geschichten über Freya vorlesen oder erzählen. Und so weiter. Genau, an diesem Tag geht es ums Loslassen. Da kann man viele kleine hübsche Rituale machen, wie eben zum Beispiel auch schon beschrieben, dass man Dinge, die man im alten Jahr lassen möchte, auf Zettel schreibt und diese verbrennt zum Beispiel. Ein Schwellengang ist eine ganz tolle Sache, die ich oft mache und absolut liebe. Ist ein sogenannter Achtsamkeitsspaziergang sozusagen. Das kommt aus irgendeiner indianischen Kultur. Ehrlich gesagt kenne ich die Hintergründe nicht so wirklich. Ich
Wie ihr ja wisst, bin ich eine kleine empirische Forscherin und habe es einfach erforscht. Ich mache gerne Schwellengänge und das geht nämlich so. Ihr nehmt euch irgendein Thema ganz bewusst vor. In dem Fall jetzt zum Beispiel eben loslassen. Ihr stellt euch eine Frage. Zum Beispiel könnte die Frage jetzt sein, was möchte ich in diesem Jahr lassen? Was möchte ich in diesem Jahr loslassen? Und dann geht ihr los spazieren und ihr sucht euch irgendeinen Ort aus und sagt, ab da geht der Schwellengang los. Also zum Beispiel, hier gibt es jetzt diesen Eingang in den Wald. Ich könnte jetzt sagen, sobald ich da durchgelaufen bin, geht der Schwellengang los. Und ich richte meine und ich bin nur noch mit dieser Frage im Kopf spazieren dann. Was möchte ich loslassen? Und dabei bin ich einfach super achtsam auf alles, was mir so auffällt. Und dann sagen wir mal, mir begegnet jetzt zum Beispiel ein Fuchs. Ich denke, okay, ein Fuchs. Und dann merke ich mir das. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, was möchte ich loslassen? Und dann begegnete mir zunächst ein Fuchs. So, das machst du so eine Weile und irgendwann sagst du, und wenn ich diesen Punkt überschritte, ist der Schwellengang vorbei. Am besten ist das bei dir in der Nähe von zu Hause oder wo du dich hinsetzen und schreiben kannst oder du hast halt Notizzettel dabei. Am Ende des Ganzen setzt du dich hin und schreibst auf. Oder du kannst es auch als Aufnahme aufnehmen, auf dein Handy zum Beispiel und sagen, ich habe einen Schwellengang gemacht zu der Frage, was möchte ich im letzten Jahr lassen? Als erstes begegnete mir ein Fuchs. Als nächstes sah ich einen halb abgerissenen Ast, der Traurigkeit in mir auslöste. Und so weiter. Am Ende liest du dir diesen Text durch und du wirst feststellen, was da alles so... Vielleicht, also du merkst es wahrscheinlich auch eh schon beim Spazierengehen. Du wirst feststellen, du kriegst durch diese Texte Antworten. Du hast zum Beispiel vielleicht einen Freund, mit dem hast du große Schwierigkeiten. Der kann einfach nicht verstehen, warum du dich nicht impfen lassen willst zum Beispiel. Und den nennt ihr im Freundeskreis immer Fuchs. Jetzt ist dir ein Fuchs begegnet. Du hast gefragt, was du loslassen willst. Probier's mal mit Kollege Fuchs. Das ist ein Schwellengang. Den mache ich gerne. Auf jeden Fall müsst ihr euch aber einfach, oder ihr müsst gar nichts. Ich und meine Lieben, die mit mir die Rauhnächte feiern, wir beschäftigen uns in der Mutternacht mit all den Dingen, die wir loslassen wollen. Und die wir in diesem letzten Jahr lassen wollen. Am allerletzten Tag des Mondjahres. Ja, jetzt merken wir natürlich direkt wieder, ist ja alles so ein bisschen konstruiert, denn unser Kalender richtet sich ja nicht nach dem Mond. Aber ja, das sage ich ja die ganze Zeit. Unser Kalender ist Schwachsinn. Also unser, deren. Ich nutze den ja auch nicht. Und das ist auch der Trick, warum ich keine bekloppten Bußgelder bezahle. Und ja, das geht. Stille. Ich wundere mich ja, dass ich niemandem begegne. Ne? Ist doch schon wieder 2G und hast du nicht gesehen, alle sind krankgeschrieben, keiner geht mehr arbeiten und es ist so ein schöner Tag und so ein schöner Wald. Wo sind denn die ganzen Leute? Ich habe zum Beispiel immer so Kommentare. Ne? Dich würde ich auch gerne mal treffen. Na, wo bist du denn? Wir könnten uns ja gerade treffen. Und das war's dann auch schon zu den Rauhnächten. Zur ersten Folge. Einleitung und Mutternacht. Eine ganz tolle Reihe darüber. Ich weiß leider jetzt, irgendwas mit Bär heißt da. Da habe ich auch angefangen mit meinen Recherchen. Ich werde euch den Link hier drunter teilen. Da gibt es einen YouTube-Kanal, wo jemand ganz hübsche kleine Videos zu jeder einzelnen Rauhnacht macht, wo auch definitiv mehr Informationen zu finden sind. Als in so einigen Texten, die man dazu so findet. Vor allem gibt es da leider echt extrem viel Verwirrung.
extrem viel New Age, der sich ja dann immer leider so doll auch an der Kirche orientiert, mit diesen ganzen 12 Erzengeln etc. Naja, ich weiß gar nicht, wie die das überhaupt immer rechtfertigen, dass deren erste Rauhnacht der 21. ist und dann ist erstmal nix und dann kommt Heiligabend als erste oder zweite Rauhnacht. Also ich verstehe deren System nicht und es ergibt keinen Sinn. Aber Zeitverwirrung, ne? Ist ja auch alles noch viel schlimmer. Sogar die Wochentage sind in der falschen Reihenfolge. Hier ist alles völlig falsch rum. Ich sehe schon. Wir müssen noch eine Menge über den Kalender reden. Kommt noch. Sobald mein Computer mitspielt. So. Ich will irgendwie nicht aufhören. Es ist wie so ein schönes Telefonat, wo man nicht auflegen möchte. Es ist einfach zu schön. Wann kann man so ein schönes Video drehen? Vielleicht fällt mir einfach noch ein Thema ein, über das ich mal quatschen kann. Also hier muss jetzt jedenfalls leider Schluss sein. Schön, dass es euch gibt, ihr zauberhaften Seelen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne, besinnliche Zeit. Lasst euch nicht irre machen, ich sage es nochmal. Ich sage es euch immer wieder. Der Laden ist am Ende. Alles ist aus. Also keine Sorge. Bis bald. An dieser Stelle wollte ich jetzt eigentlich einen Song einfügen, bei dem ich damals mal mitgewirkt habe. Dafür habe ich aber jetzt leider nicht die Freigabe bekommen. Dann singe ich jetzt mal schnell kurz. Und ihr hört euch das einfach, ihr könnt euch das ja selber auf YouTube angucken. Der Interpret heißt Pelecaster. Der Song heißt Der Laden. Der Laden ist am Ende. Alles ist aus. Alles muss raus. Der Laden ist am Ende, dieser Laden ist am Ende, der Laden ist am Ende. Der Laden ist am Ende, dieser Laden ist am Ende, der Laden ist am Ende.